YouTube. Gab es noch ein paar Wünsche, dass wir vielleicht noch ein weiteres und vielleicht auch ein längeres Deep Work Video für euch drehen? Das habe ich jetzt heute vor. Das heißt, wir starten von ganz vorne mit der Aktivierung und werden uns dann nach und nach vorarbeiten. Weil wir jetzt kurz Zeit haben, möchte ich die Zeit nutzen, um vielleicht noch mal etwas mehr zum Thema Deep Work zu erklären. Weil wie ich finde, ist das ja ein super schönes Workout und tatsächlich auch eines meiner Lieblings-Workouts. Ihr dürft euch erstmal setzen, ja? Das heißt, macht es euch für einen kleinen Moment gemütlich. Ich erzähle, was wir denn überhaupt tun. Das Konzept Deep Work ist grob gesagt an Yoga angelehnt. Es geht um Yin und Yang. Ja, das sind ja so Gegensätze und die sollen durch die verschiedenen Bewegungen, die wir durchführen, immer in ein Gleichgewicht gebracht werden. Das heißt, alles, was jetzt im Workout folgt, hat auch wirklich seinen Sinn. Wir starten mit der Aktivierung, das heißt, wir erwärmen uns, wir kommen erstmal an, atmen durch und gehen dann langsam über die verschiedenen Energiephasen, die es gibt, immer weiter in das Workout hinein. Das heißt, ab Energiephase 3, das sind die Runnings, wird es intensiver. Wichtig auch an dieser Stelle noch einmal, ich gebe zu verschiedensten Übungen auch verschiedene Varianten, verschiedene Level. Wichtig ist für dich immer, dass du schaust, okay, wie weit kann ich heute gehen, wie weit möchte ich gehen, wie und was geht heute. Ja, das heißt, der Fokus liegt ganz klar bei dir selbst. Ich versuche auch durch das Video dich so ein bisschen zu fordern. Wichtig wäre, dass du nicht aufgibst, sondern dass, wenn du merkst, hey, das ist jetzt vielleicht gerade zu viel, du wieder einen Schritt zurückgehst und vielleicht in Variante 1 gehst. Aber aufgeben gibt es nicht. Ja? Und zum Schluss hin werde ich dann heute auch nochmal die Entspannung mit reinnehmen, das heißt das gesamte Konzept hier aufgreifen. Jetzt starten wir. Dazu darfst du dich dann einmal auf die Matte, wenn du auch einen Teppich hast, positionieren. Ja? Du darfst die Matte auch, wenn du möchtest, nachher wegschmeißen. Das heißt, es ist nicht zwingend die Matte dafür erforderlich, dass du mitmachen kannst. Ja, such dir irgendwas, wo du dich draufsetzen kannst. Wenn du jetzt Knieprobleme hast, leg dir etwas Weiches unter. Genau, vom Sitz her ist es recht weit. Ja? Das heißt, wirklich, wenn du jetzt eine Matte hast, mattenweit. Platziere die Hände aufgefächert auf der Matte, lege die Unterarme ab und auch den Kopf, sodass du dich erstmal ganz entspannt in deine Position legst. In dieser Position kommst du für dich erst einmal an. Das heißt, du spürst dich. Du spürst dich und deinen Körper ganz bewusst. Nimm dich wahr und blende alles um dich herum aus. Sei ganz bei dir und achte mal ganz bewusst auf deinen Atemfluss. Du atmest ein und du atmest aus. Durch die Nase ein. Und auch wieder aus. Lass deinen Atem fließen. Sei dabei ganz bewusst. Atme ein und atme aus. Jetzt geh mal hinein und lass deinen nächsten Ausatemzug durch den leicht geöffneten Mund nach außen fließen. Dieser darf auch gerne etwas kraftvoller sein als deine Einatmung. Spüre die Kraft, die Energie, die du durch die Ausatmung nach außen fließen lässt. Verankere dir diese Kraft und nimm noch 2 oder 3 Atemzüge mit. Letzter Atemzug begleitet dich.
Länge, sodass ich die Unterarme vom Boden abhebe. Mit der nächsten Einatmung rollst du dich mit einem runden Rücken auf, schiebst dich dabei nach vorne, das Kinn bleibt an der Brust. Mit der Ausatmung schiebst du dich mit langen Rücken zurück. Atme ein, rund, atme aus, lang, zurück, Blick nach vorne. Bleibe dabei. Bleibst du dann in dieser Position, die Arme lang. Jetzt beginnst du hier ganz sanft dich im Wechsel hin und her zu schaukeln. Der Blick kann gerne dann über die Schulter immer mit dazugehen. Ja, deine Atmung fließt weiterhin ganz entspannt. Vielleicht spürst du schon an der einen oder anderen Stelle, dass es etwas wärmer wird. Da wollt natürlich jetzt noch etwas mehr hinein. Stoppe in der Mitte, deine Ausgangsposition, stelle deine Fußspitzen auf, drücke die Knie in den Boden und schiebe dich ins umgekehrte V. Und schiebst du die Ferse im Wechsel in den Boden hinein, die Wandersklasse. Da spüre ich hier diesen Stretch in deiner Beinrückseite. Das Gesäß möchte zur Decke hin und die Hände sind fest im Boden verankert. Aus dieser Wanderbewegung kommst du dann ein Stückchen für Stückchen enger zusammen, bis ich die Füße fast treffe. Und dann gehst du in kleinen Schritten, Step by Step, Richtung deiner Hände nach vorne. Den letzten Schritt gehst du dann ein. Verankere dich fest im Boden, zwischen den Füßen etwas Platz. Verankere die Hände, zieh dich mit der Einatmung nach oben, mit der Ausatmung wechsle dich wieder ab. Atme ein, den Rücken lang, mit der Ausatmung wirst du rund. Ein, langer Rücken, aus. Bleib dabei. Ein und aus. Jetzt atmest du ein, mit der Ausatmung schiebst du dich mit unten Rücken nach vorne raus. Die Einatmung zieht dich über die Länge, die Ausatmung kommt über die Seite tief. Mach das nochmal. Langer Rücken ein, schieb dich nach vorne mit der Ausatmung. Einatmung, mach dich lang, Ausatmung, komm tief. Ein, aus, lang ziehen, einmal hin,
die Beine durch, langer Rücken, so gut wie möglich. Mit der Ausatmung schiebst du dich an die Beine, Knie gebeugt. Einatmen und ausatmen. Schau her, Beuge, Strecke, immer im Wechsel. Ja, das ist vielleicht am Anfang gar nicht mal so einfach, aber irgendwann wirst du das raus haben. Atme ein, lang, atme aus, Brust an die Beine. Rein. Und aus. Dein letzter.
große Zeh. Dreh den Fuß nach außen aus und komm zurück in dieses V. Natürlich möchtest du noch einmal die Seite wechseln. Das heißt, beuge das linke Bein, schnappe es hier, setz es nach vorne, lege dein Knie ab. Aufrichten. Atmung dazu nehmen. Wenn du magst, stabilisiere dich. Dreimal. Super. So, wir sind schon am Ende angekommen. Einmal. Bleibe tief. Platziere die Hände wieder am Boden. Nehme die große Zehe. Dreh ihn raus. Komm nochmal ins V. Wandle mit den Fersen tief. So, schiebe dich. Noch einmal nach unten in deine Ausgangsposition. Sammeln. Spüre nach, denn jetzt kommen wir zur Energiephase 3. Roll dich auf. Noch einmal deine Handgelenke durchbewegen. Fokussieren. Bereit machen. Ihr Lieben, jetzt geht's los. Alles geht, außer aufgeben. Okay? Super. Die Handflächen aufstellen. Aufgefächert, die Schultern über den Händen, kommt in deine Brettposition. Ready? So, wir gehen direkt in Variante 1. Ja? Das heißt, führe die Knie zu Boden. Wenn du sagst, hey Anna, ich möchte irgendwo mehr, dann ziehst du die Knie nach vorne. Ja, gerne diagonal. Wenn du möchtest, stopp im Tempo, wenn du sagst, hey, das ist immer noch zu wenig, ja? Dann gehst du hier. Tempo. Wenn du sagst, ich will alles, ziehst du die Runnings ins Maximum. Okay? Finde jetzt mal deine Variante, wo du sagst, das schaffe ich. Die Knie zu Boden, Knie nach vorne, alles machbar. Okay? Das Ganze 45 Sekunden. So, ich mache die Musik noch etwas lauter. Bleib dran. Bleib dran. Ganz egal, was du tust. Es heißt durchhalten.
Seite lassen. Hier. Rechte Arm, rechtes Bein. Der Blick geht dann nach oben. Die letzten
Die sich noch viermal aus.
Schließe. Öffne. Schließe. Das Ganze im Single-Tempo. Hier. Stabilität. Komm. Rotation. Locker.
Letztes Mal ein.
rollst du dich dann ganz langsam Stückchen für Stück auf den Boden. Zieh dich einmal auseinander in die Länge. Greife beide Knie. Massiere deinen unteren Rücken. Platziere dann das rechte Bein am Boden. Greife das linke Bein mit deiner rechten Hand und platziere die linke Hand am Boden. Der Blick geht dann mit dazu. Das Bein lässt du ganz sanft nach rechts unten sinken. Die Schultern bleiben am Boden verankert. Komm langsam wieder zurück. Bleibe dynamisch. Atme ein. Mit der Ausatmung gehst du in diese Rotation. Mach das ein drittes, letztes Mal, bevor du die Seite wechselst. Oben wieder angekommen, greifst du beide Knie, massierst noch einmal den unteren Rücken und legst das linke Bein an. Greife das rechte Bein mit der linken Hand und platziere die rechte Hand außen. Der Blick geht auch hier mit dazu. Rotiere nun einmal nach links, die Schultern bleiben am Boden. Mit der Einatmung sinkst du zurück. Atme aus. Und atme aus.
du soweit bist, dann löst du deine Hände ganz sanft vom Körper und streckst sie über den Kopf. Beginne dich zu recken und zu strecken, dich zu heben wie eine Katze. Die Augen kannst du gerne noch geschlossen halten. Mit der Einatmung ziehst du dich nochmal auseinander. Und mit der Ausatmung sinkst du zurück in die Matte hinein. Fühlt sich ganz schwer. Greife dann deine Beine, zieh sie an die Brust heran und öffne ganz langsam deine Augen. Massiere den unteren Rücken und komme dann über eine ganz sanfte Vor- und Rückschwungbewegung wieder zurück in den Sitz. Platziere die Arme über deine Beine. Atme ein, nimm Energie auf und führe sie an dich heran. Schiebe mit der Ausatmung.